Herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon mit Aresu. Ich bin Aresu und immer noch ziemlich ernüchtert vom Ergebnis der letzten Runde. Ja, 4 Leute tot, nachdem wir vorher 2 Bosse ohne Probleme besiegt haben. Verringert die Ausbildungskosten, brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen Ausbilderexpertise. Ja, jetzt kommt, wie angekündigt, die Vorbereitungsphase, in der wir einfach mal hier, in der wir sowas hier machen. Der ist auf Stufe 4, aber hat noch die Fähigkeiten von Stufe 3. Das können wir so nicht stehen lassen. Da kommt dann nämlich etwas bei raus, wie die letzte Folge. Können wir jetzt einfach Thornville hier rüberziehen? Ja, sehr gut. So, das heißt, jeder bekommt jetzt erstmal die aktuellsten Fähigkeiten. Ich hoffe einfach mal, dass wir das alles finanziert bekommen. Und wenn wir das alles durchgekauft haben, haben wir ja noch mehr Geld auszugeben, nämlich für die Ausrüstung. Hier, guckt euch das an. Stufe 4, aber 3-3 Ausrüstung. So. Hoppala, da habe ich das Falsche gekauft. Verdammt. Orlebar bekommt auch natürlich seine Upgrades. Sehr schön. So, bei denen hier bin ich mir nicht sicher, ob sie... Ja, doch, auch. Hab Stufe 2 Fähigkeiten. In der letzten Folge hatten wir ja tatsächlich Stufe 3 Leute mit Stufe 1er Fähigkeiten, ne? Hat man gemerkt. So, welche Fähigkeiten hatten Vitalis da noch? Einschüchterung. Ja, okay, nehmen wir, ne? So. Perfekt. Perfekt. Braucht der Upgrades? Der braucht Upgrades. Nur weil ich ihn nicht oft benutze, heißt es nicht, dass ich ihn nicht irgendwann benutzen muss. Deswegen... Ach Gott, ich habe gleich gar kein Geld mehr. Jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit so viel Geld hatte. Ich habe es einfach vergessen auszugeben. Godard hat nicht die richtigen Fähigkeiten drin. So. Montfort, was ist denn mit dir? Da. Stufe 1er Fähigkeiten noch. Ja, okay, wir haben den Zug bei ihm drin. Dann bekommt er den Zug auch abgegradet. Und, was war das andere? Er hat den Fluch drin. Nee, da geben wir ihm lieber Berührung aus dem Abgrund, ne? Ja, ich denke schon. Ah, Moment, Berührung aus dem Abgrund kann er aber nur von ganz vorne benutzen. Allerdings, wenn er mal nach vorne gezogen wird, ist das natürlich gut. Deswegen, ja, lassen wir das einfach mal drin. Ah, falsch! Das hier wollte ich upgraden. So, Jolland, was hast du denn? Zerschmettern ist klar. Auch auf Stufe 1 alles. So. Und als letztes den Buff nehme ich an. Oh, nee, Verteidiger. Okay. Ich verlasse mich einfach mal drauf, dass ich mich da in der Vergangenheit gut entschieden habe. Torell. Heilerin und auch nicht. Bei den Heilern ist es ganz, ganz wichtig, dass er so abgegradet sind, also so weit abgegradet sind, wie es geht. Und besonders da habe ich es offenbar vergessen. So. Okay, die Stufe 2er müssen wir jetzt nicht upgraden. Wir graden ab bei Stufe 3 und ab da jedes Level, das muss ich mir merken. So, Schmied, bessere Waffen. Reynolds zum Beispiel hat nur eine 3er Waffe, während da... Ne, ich kann bei beidem 4 kaufen. Okay. Ich dachte, ich hätte nur für das eine. Aber das kostet 2400 natürlich für jeden. So. Oh Gott, ist das teuer. Ich muss jetzt gleich auch mal Zeug verkaufen. Oliver kommt. Na, auch eine neue Waffe. Sehr schön. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier für sinnloses Zeug haben. Minus 10 Stressschaden ist nicht schlecht. Plus Chance auf Tugend. Keine Ahnung, was das ist. Deswegen... Hier, das hier ist ein zweischneidiges Schwert. Das will ich nicht haben. Das kann ich... Hier, über Umschalt verkaufen. 1125. Ist doch gut. Ja, wollen wir verkaufen. Plus 2 Geschwindigkeit. Das ist mir nicht wert. Oh, ich habe gar nicht geguckt, wie viel es bringt. Plus 4 Präzision, minus Geschwindigkeit. Das kann man behalten. Plus Max LP... Aber weniger Schaden. Für eine Vestalin durchaus akzeptabel.
Plus Präzision, plus Chance auf Betäubung, plus Chance auf Gifthauch, plus Stressschaden. Ja, ich behalte es mal. Für eine Pestdoktorin, vielleicht. Minus Stressschaden für eine Barbarin. Ja, okay, lassen wir. Plus Chance auf Schwächungsfähigkeit, aber minus Geschwindigkeit. Nee, ich gehe nicht so auf Buffs. Hier, für 750 nehmen wir. Plus Chance auf Bluten, aber minus Geschwindigkeit. Das lassen wir drin. Plus Chance auf Tugend, minus Stressschaden, minus Geschwindigkeit. Den nehmen wir. Also den behalten wir. Widerstand gegen Schwächung, aber weniger Ausweichen. Nee, das nehmen wir raus. Kopfgeldjäger. Plus erhaltene Stresslinderung im Lager und plus Chance auf Erkunden. Das ist gut. Das behalten wir natürlich. Plus 4 Präzision, minus Geschicklichkeit lassen wir weiterhin drin. Theoretisch kann ich das sortieren. Nach Seltenheit, nach Accessoire-Namen. Okay, gut, dann gehen wir so nach. Dann haben wir nämlich die auch alle nebeneinander immer. Hier, plus Chance auf Betäuben, plus Widerstand gegen Betäuben, aber minus Ausweichen. Nee, ich glaube nicht. Das können wir wegmachen. Danke. Plus Chance auf Bluten, plus Widerstand gegen Bluten, minus Ausweichen. Ja, meinetwegen. Plus Widerstand gegen Bewegen. Dafür ein... Ja, das behalten wir auf jeden Fall. Plus Widerstand gegen Krankheit. Dafür weniger Ausweichen. Obwohl, nein. Das machen wir raus. So, weil Krankheiten sind immer etwas Langfristiges. Das kann ich auch im Lager dann wegmachen. Plus Widerstand gegen Schwächung. Aber weniger Ausweichen. Das kommt raus. Ich drücke mal auf immer. Ich muss bloß da ein bisschen aufpassen, dass ich auch wirklich das Richtige verkaufe. Minus 15 Stressschaden, nur für Barbarin. 1000, ja, okay, packen wir weg. Anhänger des Gifthaus, Widerstand gegen Gifthaus, aber weniger Ausweichen, nein. Plus 30, für Aussätzige nur, dann behalten wir es einmal, so. Plus 15 Schaden, wenn auf Position 1. Minus 3 Chance auf Tugend. Ich weiß nicht, was Tugend ist. Und Aussätziger. Ne, machen wir es weg. Plus Schaden bei Nahkampffähigkeiten, minus Ausweichen. Ne, das wäre was für... Ja, für Position 1 bis 2. Aber da packe ich ja meine Tanks hin. Die sollen natürlich möglichst auch ausweichen. Plus Max LP, minus Geschwindigkeit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Also das lassen wir. Plus Widerstand gegen Gifthauch und Krankheiten, aber weniger Ausweichen. Nee, das Ausweichen ist immer wichtig. Baristans Kopf. Plus 13 Abwehr, plus 20 Stressschaden. Zweischneidiges Schwert, ich behalte es trotzdem. Plus Heilfähigkeiten für Arabellisten habe ich hier ganz oft. Das halten wir drin. Blasphemische Fiole. Ja, das ist das, was wir vorhin hatten für die Pestdoktorin. Plus 20 Schaden, plus 20 Schaden bei Fernkampffähigkeiten und Widerstand, minus Widerstand gegen Betäuben. Der Schaden ist zwar verlockend, aber nein, nicht bei der Chance auf Betäuben, das ist doof. Plus Chance auf Blutungsfähigkeiten ohne irgendwas Negatives, das behalten wir auf jeden Fall. Plus Präzision bei Nahkampffähigkeiten, plus Chance auf Bluten, plus Schaden bei Wow, das behalten wir auf jeden Fall auch. Moment mal. So, 400, weil das wieder alles dazu. Da muss ich nicht nach unten scrollen. Plus Chance auf Blutenfähigkeiten, minus Widerstand gegen Bluten beim Narr. Ich glaube, beim Narr ist es noch in Ordnung, weil der sowieso... ja, der hat wenig Leben, bekommt öfter mal Schaden, aber man kann ihn eben auch wieder hochheilen. Deswegen plus Stressschaden, plus Präzision, minus Ausweichen. Ach so, minus Stressschaden. Ich, ja, aber nein, das kommt auch weg. So... Das Buch der sakralen Heilung bleibt auf jeden Fall drin. Davon haben wir ja gerade eins verloren. Das ist total ärgerlich. Plus Schaden bei LP unter einem Drittel. Plus Crit bei LP unter einem Drittel. Minus Widerstand gegen Bluten. Minus Widerstand gegen Gifthauch. Das... Ja, da sind der Minuswiderstand und der... Ja, also der Minuswiderstand bei Bluten und Gifthauch sogar ganz praktisch. Weil es ja dafür sorgt, dass man langsam auf unter ein Drittel kommt. Deswegen behalten wir es mal drin. Chirurgenhandschuhe plus Crit, plus Präzision für Nahkampf. Beides
Minus Widerstand gegen Bewegen. Minus Widerstand gegen Schwächung. Das ist nicht schön. Das kommt weg. Für Narren. Plus Widerstand gegen Todesstoß. Oh. Minus 25 Stressschaden bei Licht unter 26. Okay. Minus 10 Chance auf Tugend. Tugend weiß ich immer noch nicht. Natürlich hat sich nichts geändert, seitdem ich es nicht wusste, was es ist. Gürtelschnalle des Herumtreibers, plus 10 auf Entschärfen von Fallen, plus Ausweichen, minus erhaltene Stresslinderung. Durch das Plus Ausweichen wird es wertvoll, das behalten wir. Nur Arabelliste, plus Präzision, plus Crit, minus Ausweichen. Ja, behalten wir. Plus erhaltene Stresslinderung, wenn im Lager, plus Chance auf Erkunden, behalten wir auf jeden Fall auch. Auch wenn ich gar nicht so viele Kopfgeldjäger habe. Vielleicht sollte ich es ein-, zweimal wegmachen. Ja, zweimal kommt weg. Plus Chance auf Betäuben. Okay, nehmen wir. Minus 25 Stressschaden bei Licht über 75%. Plus Präzision. Okay, nehmen wir auf jeden Fall für die Barbaren. Die macht dann, die ist dann effektiver bei viel Licht. Das ist gut. Plus Max LP, minus Schaden für eine Vestalin. Ist das in Ordnung? Plus Geschwindigkeit brauchen wir nicht. Plus Stressschaden. Achso, minus Stressschaden bei Licht. Ja, können wir mitnehmen. Ach Gott, ich habe so viel angesammelt. Die Vorbereitungsfolge dauert aber ewig gerade, ne? Plus 20 Schaden bei Licht unter 25 und plus Präzision bei Licht unter 25 plus Stressschaden. Wir nehmen das mal mit. Für den Fall, dass ich damit einfach mal später farmen möchte. Plus Ausweichen, plus Geschwindigkeit, minus Widerstand gegen Schwächung. Wir beiden es einmal. So. Okkultisten, plus Crit gegen Scheußer, minus... plus Schaden gegen Scheußer. Nee, das kommt weg, einfach weil ich... Hier, plus Schaden gegen Bestie, aus dem gleichen Grund. Einfach weil ich mich nicht darauf verlassen möchte, dass ich genau diesem Gegnertyp jetzt begegne. Plus Präzision, minus Geschwindigkeit für Fernkampf. Ja, nehmen wir. Plus Chance auf Tugend. Ja, meinetwegen. So, wieder ein bisschen mehr ran, bitte. Plus Schaden gegen Mensch, kommt weg. Plus Präzision, wenn auf Position 4 und minus Geschwindigkeit. Ne, auf Position 4 habe ich gewöhnlich meinen Heiler, brauche ich nicht. Plus Schaden gegen Scheuerseil, weg. Plus Widerstand gegen Bewegen, plus Chance auf Bewegen und minus 1 Geschwindigkeit. Für Arabelliste. Okay, lassen wir es drin. Plus Crit für Wegelagerer, plus Stressschaden, minus Chance auf Tugend. Kommt weg. Ich würde es sehr gut finden, wenn das hier noch farblich markiert wäre. Wenn was positiv ist und wenn was negativ ist. Ich meine, klar, man kann es auch so sehen, aber dann hat man einen schnelleren Überblick. Plus 10 Abwehr, wenn auf Position 4. Was? Plus erhaltene Heilung, wenn auf Position 4 und plus Ausweichen, wenn auf Position 4. Was zum Teufel? Position 4 ist doch ganz hinten, ne? Moment. Hier wird es auch nicht durchnummeriert, aber ja, das müsste Position 4 sein, hier hinten. Deswegen ergibt das nicht wirklich Sinn gerade, ne? Kommt weg. Ja, verkaufen wir. Danke. Okay, es bringt immerhin ganz viel Gold, das ist gut. Widerstand gegen Bewegen plus Abwehr minus Geschwindigkeit bleibt drin. Plus Abwehr minus Crit für Kreuzfahrer. Ja, das ist auf jeden Fall gut, weil das ja unsere Tanks sind. Zusammen mit den Waffenknechten. Plus Chance auf Tugend, minus Stressschaden, minus Geschwindigkeit. Ah, kommt weg. Ja, möchte ich wirklich. Warum fragt er mich jetzt auf einmal immer wieder? Plus Chance auf Betäubenfähigkeit. Und dafür minus Ausweichen. Nee, das Ausweichen. Ja, kommt weg. Danke. Plus Chance auf Bewegen, minus Geschwindigkeit. Ja, behalten wir. Mir fällt auf, dass ich viel mehr von dem gewöhnlichen Zeug da lasse, als von dem seltenen. Das ist auch merkwürdig. Plus Chance... Wahrscheinlich habe ich das System einfach überhaupt nicht durchblickt. Wahrscheinlich muss man ab und zu Negatives mitnehmen. Naja. Plus Chance auf Bewegenfähigkeit, minus Geschwindigkeit. Kommt mit. Plus Präzision, minus Geschwindigkeit, kommt mit. Plus Chance auf Schwächung, minus Geschwindigkeit, kommt mit. Plus Ausweichen, minus Geschwindigkeit, kommt mit. Ja, genau das gleiche. Die ganzen Steine des oder der kommen offenbar mit.
Die bringen zwar keine großen Boni, aber ist in Ordnung. Stein des kritischen Schadens, ja. Plus Geschwindigkeit, plus Widerstand gegen Bewegung, das ist gut. Zwei positive, nichts negatives. Plus Chance auf Betäubungsfähigkeit, auch wieder für Grabräuberinnen. Aber die haben doch gar nichts mit Betäuben, oder? Moment mal. Keine Betäubung. Hier, okay, verschwinden, die Rückzugsfähigkeit, die hat Betäuben. Na, dann ist das absolut sinnvoll. Nee, kommt weg. Achso, wenn man einmal ausgemacht hat. Ah, okay, dann kommt's wieder. Kopfgeldjäger plus Schaden bei Nahkampffähigkeiten und minus Chance auf Bewegenfähigkeit. Lassen wir drin. Der Schaden kann durchaus gut sein. Plus Chance auf Betäuben, minus Ausweichen. Geht raus. Ist für Kreuzfahrer. Kreuzfahrer sollen ausweichen, wenn sie können. Und plus 10 Max LP ohne irgendwas Negatives behalten wir. Minus Stressschaden ohne irgendwas Negatives behalten wir. Und jetzt können wir wieder Waffen kaufen. Yay. 3-3. Ja, bei 3-3 kann man auch nicht. Ja. Oh, Moment mal. Wir sind hier falsch. Hier müssen wir hin. Okay, man kann eine Stufe höher kaufen offenbar. Moment, kann er dann auf Stufe 5 schon kaufen? Ach, Stufe 5 gibt es nicht. Also ab Stufe 3 kann man die Waffen der Stufe 4 offenbar kaufen. Moment. Ach so, nee, hier. Oh, doch, okay, das... Ja, gut, bei 3 kann man schon bis 3 kaufen, aber für die Stufe 4 braucht man Stufe 5. Okay. Beziehungsweise... Nee, okay, das zählt auch schon als Stufe. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4... Doch, dann können wir als Stufe 3 schon Stufe 4 kaufen. Das ist merkwürdig. So, Fairfax bekommt auch Waffen. Yay. Wahrscheinlich habe ich überhaupt kein Geld mehr gleich für... Moment, okay, den lassen wir jetzt erstmal aus. Godard bekommt auf jeden Fall ihre Rüstung. Montfort ebenfalls. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Geld. Torrey, definitiv. So. Ah, Moment, bei ihr ist erstmal die Rüstung wichtig. Plus Ausweichen, ja. Und Schaden ist in Ordnung. Konsolenschwein bekommt ebenfalls was. So, haben wir jetzt... Oh, Jolland. Jolland natürlich auch. Die Waffenknechte, die Kreuzfahrer, die Vestalin, die bekommen alles, was sie brauchen. Ja, der Hundemeister, na gut. Nur weil ich das Geld gerade habe. Habe ich gar nicht. Ja, okay, muss reichen. So, soweit jetzt zur Vorbereitung, ne? Jetzt habe ich überhaupt kein Geld mehr hierfür. Ich wollte mir die verschiedenen Fähigkeiten hier mal durchgucken. Die kann man ja auch dann kaufen. Ach, hier sind auch noch die verschiedenen... Die Infos zu den einzelnen Kreuzfahrern, aber... Bei der Waldläuferin machen wir noch eine extra Folge dann. So, die Ausrüstfolge ist fertig. Überstanden. Ich hoffe, es hat irgendwie gefallen. Auch wenn es ja jetzt schon etwas langweilig war. Zumindest für mich. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir hoffentlich wieder was besiegen können. Ach ja, habe ich hier nachgeguckt, ob wir... Oh, wir haben eine Vestalin. Die kommt auf jeden Fall rein. Den Waffenknecht ebenfalls. Ja, den Wegelager auch. So. Also irgendwann demnächst müssen wir noch ein paar Leute aufleveln jetzt wieder. Aber wir haben auf jeden Fall 3 nützliche Rekruten gesammelt. Das ist schon mal was Gutes. Und dann müssen wir jetzt eben wieder Geld sammeln. Weil jetzt ist es auf einmal alles weg. Ich weiß auch nicht wohin. Naja, aber wenn es dafür sorgt, dass unsere Leute überleben, dann ist es eben auch ja wertvoll. Weil sonst... Wo ist denn der Friedhof? Hier war doch irgendwo ein Friedhof. Da. Sonst passiert eben sowas wie hier. Mit denen hier. Alle durch die labile Fleischkreatur erledigt. Mal sehen. Gifthauch verblutet. Starb. Okay, bei denen steht da nicht mit bei. Aber alle in einer Woche gestorben. Das ist natürlich nicht schön. Ach, das ist ja witzig. Die haben verschiedene Grabsteine, je nachdem, wie hoch das Level war, wie es aussieht.
Ja, vielleicht sollte man nicht sagen, ja, das ist ja witzig, wenn man auf dem Friedhof rumhoppt. Steht hier irgendwo, wie viele es insgesamt sind? Müssen wir am Ende des Let's Plays mal durchgehen, ne? Wenn ich irgendwann den dunkelsten Dungeon durch habe, dann verlese ich nochmal alle, die gestorben sind. Das wird witzig. Das wird eine ganze Folge wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Okay, jetzt beende ich aber wirklich. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hinterlasst Kommentare und adios.